So, hallo Kinders, hier ist der zweite Teil vom Let's Play und es geht hier direkt wieder los im Markt. Und ja, das finde ich hier sehr super, das Spiel, alles gut bis jetzt. Und ja, ich halte jetzt Eispaket, okay, grüß Professor Eich von mir. Ich muss das dem jetzt überreichen. Und früher, sonst kann ich mir nichts kaufen. Jetzt muss ich wieder zurückgehen nach Alabastia. So. Das wird jetzt ganz einfach. Einfach hier rüber springen. Obwohl wir unser Pokémon in dem hohen Gras leveln könnten, springen wir hier einfach drüber hinweg. Aber naja, das ist auch nicht so weiter tragisch. Wir könnten es bei einem anderen, zu einer anderen Zeit oder zu einem anderen Zeitpunkt leveln. Vielleicht hier? Nee, doch nicht. Naja, kommen wir hier wieder zurück nach Alabastia und gehen hier zu Professor Eich. So, reden wir mit dem Professor Ash. Hallo Ash, wie geht es dem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas. Ash übergibt Pokémon Ash das Paket. So. Auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Danke Ash. Ich möchte dich noch bitten, mir einen Gefallen zu tun. Gary, Opa. Gary, Opa, mein Pokémon ist stärker geworden. Schau es dir an. Ach ja, Gary, du kommst genau zur rechten Zeit. Ich möchte euch um einen großen Gefallen bitten. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatische Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art von bla 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 bla. Also, ich habe ein Pokédex von Herrn Eich erhalten. Das ist ein Lexikon, das hatten wir auch schon vorhin angeguckt. So. Bla bla, warum reden die immer so viel in so Videospielen? Da komme ich nicht drauf klar. Naja, gucken wir uns mal kurz an, wie viel Zeit wir noch haben. 9 Minuten 45. Erwarten dich, Pokémon. Das läuft jetzt schon mal gut für uns und wir hoffen jetzt, dass wir direkt auf den Fight kommen, irgendwo im hohen Gras. Und ja, da kommt direkt der erste Fight. Leider haben wir keine Pokébälle und können das Taubsi nicht fangen, was uns vielleicht später für den Kampf gegen Gary geholfen hätte. Sechs Pokémon sind viel, wenn man welche hat. Naja, jetzt kommt hier direkt hier. Uhuhu, gewonnen. 23 EP haben wir bekommen. Und ja, geht hier direkt weiter in der Reihenfolge hier. So, direkt der nächste Kampf wieder gegen Tauxi. Ich glaube, das werden wir auch schnell gewinnen. Und ja, es ist eigentlich gut für mein Pikachu, weil das wird dann wiederum gelevelt durch diese ganzen Kämpfe. Und dann haben wir später für den Kampf gegen Gary mehr Erfahrungen gemacht für mein Pikachu. Oh. Nein. Scheiße. Endlich. Und dadurch besiegen wir das Taubsi. Und ja, es kann direkt weitergehen hier. Und ja, Level 7 ist erreicht. Das ist doch super. Gehen wir hier direkt hoch. Das finde ich schön an dem Spiel. Man bekommt diesen Farbwechsel und diesen Musikwechsel. Das finde ich sehr schön. Aber jetzt hier. Direkt mal das Pokémon im Center wieder heilen, das ist lästig, aber wir müssen es machen, damit wir besser auf den Kampf vorbereitet sind, indem wir stärkere Pokémon haben. Jo, das ist jetzt hier schon auch mein zweites Let's Play und ich hoffe, das gefällt euch auch wieder. Und ja, haben ja noch 7 Minuten, in der wir hier das Spiel spielen können. Und nein, und ich habe aus Versehen wieder drauf gedrückt, was uns jetzt wieder 30 Sekunden kostet. Von unserer wertvollen Zeit. Naja.
Ja, Zeit vorbei. Und jetzt gehen wir. So. Wir haben genug Geld, glaube ich. Da gehen wir mal direkt hier in den Markt und holen uns 10 Pokébälle oder so. So, hallo. Kann ich dir behilflich sein? Kauf. Pokébälle. Dann 200. Okay. Ah, wir haben genug Geld für Pokébälle. Gucken wir mal, dass wir auf 29.000 kommen. So, da haben wir 14 Pokébälle. Das macht dann 28.000 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wie die Währung da ist, also nenne ich es einfach 28.000 Euro. Dann nehme ich auch noch ein Gegengift mit. Einfach um das Geld hier loszuschmeißen. So, zurück. Und dann sagen wir blöden Kuh, tschüss. So, dann gehen wir mal hier raus aus dem Markt, haben genug Sachen. Raus aus dem Markt. Ja, und dann haben wir jetzt hier genug Sachen. Und ja, gucken wir mal hier, dass wir hier geradeaus weitergehen. Ja, es ist jetzt eine Sünde, wenn wir an dem vorbeigehen, weil wir dann direkt zu einem Kampf kommen. Da, ah, ich habe endlich meinen Kaffee bekommen. Natürlich kannst du passieren. Es tut mir leid, dass ich so gut zu dir war. Ich sehe, besitzt du ein Pokédex. Kleine Wiedergutmachung, zeige ich dir, wie man Pokémon fängt. So, der will mir zeigen, wie man Pokémon fängt. Und hier ist direkt so ein Rattrat und jetzt fängt er es. Jo. Verflixt, es hat beinahe geklappt. Ich muss mir in Epic Pokémon Supermarkt neue besorgen. So, ich kann jetzt passieren, wo wir eigentlich zu Gary gehen müssten. Ich glaube, ich sollte mich mal zuerst zu stärken, bevor ich zu Gary gehe. Mache ich, indem ich neue Pokémon sozusagen sammle. Indem ich 6 starke Pokémon habe. Da müssen wir die jetzt aber vorher noch aufleveln. Einfach mal hier in diesem hohen Gras hier rumlaufen. So, super. Direkt hier der erste Kampf. So, ein wildes Taubsi. Los, Pikachu. Ja, die Attacke ist sehr effektiv. Taubsi wurde besiegt. Der nächste Kampf wieder ein Taubsi, glaube ich. Ja. Da ist schon wieder ein Taubsi. Na, mal gucken, ob wir das hier fangen. Und ja, war schon wieder tot. Und wieder ein Taubsi. Jetzt müssen wir diese Kämpfe machen. Ich weiß, es ist lästig, aber wir müssen ja unser Pokémon leveln und dann machen wir das einfach. Ihr Pokémon nehmen wir einfach mal. Wir versuchen es jetzt. Und wunderbar, Taubsi wurde gefangen. Das ist super. So, da gehen wir auf Nein. Und direkt wieder das nächste Taubsi. Und ja, hoffentlich gewinnen wir wieder den Kampf gegen Taubsi. Und ja, sind noch 3 Minuten, das reicht für ein paar 5 Kämpfe. Und ja, hier da direkt der Donnerschock und da wird jetzt die ganze Lebenskraft von ihm ausgelöscht. So dass wir wieder leveln können. Hier weiter leveln. 31 EP. Gucken wir mal, dass wir Pikachu auf Level 10 oder 12 bringen und dann gegen Gary kämpfen. Wäre besser. So, jetzt sind wir auf dem gleichen Level, das ist gut. Denn da wird am meisten gelevelt, wenn ich das hier besiege. Sehr effektiv. Oh, der Windstoß und jetzt wird mir auch sehr viel abgezogen. Aber jetzt haben wir ihn erwischt und jetzt ist er auch schon K.O. Und jetzt kriegen wir unsere EP. Und der nächste Kampf hier. Es geht weiter in der Runde.
Und ja, jetzt ist es ein Radfratz. Das wäre auch mal schön zu fangen. So, da gehen wir direkt jetzt runter auf Item Flucht. Und nehmen wir den Pokéball. Und ja, den setzen wir direkt ein. Und jetzt geht's auch flott. Und jetzt wird das Radfratz wurde fast gefangen. Und jetzt benutzt es Tackle gegen mein Pokémon. Aber ich benutze nochmal den Pokéball. Hoffentlich klappt's. Wenn nicht, dann versuche ich es zu schwächen durch einen Heuler oder so. Was er auch noch für Attacken hat. Ach, nehmen wir einfach mal den Donnerfuck. Hoffentlich stirbt er nicht, damit wir es fangen können. Und super. Die Attacke schlug fehl. Dann nehmen wir mal das Item. Pokéball. Und jetzt ist das Radfratz natürlich schwach. Und da können wir uns jetzt daraus profitieren. Und ja, es wurde gefangen, das Radfratz wurde gefangen. Und ja, da geht's direkt weiter zum nächsten Kampf. Wir haben jetzt 3 Pokémons. Und ja, haben wir schon noch mal Raupi. So, wir gehen wieder hier zurück zu Victoria Land, nenne ich mal. Und ja, gehen wir hier direkt rüber zum Kampf. Ich glaube, gegen den fetten Wichser müssen wir auch noch kämpfen. Fettsack. Naja, natürlich, jetzt müssen wir unser Pikachu wieder. Oh, nee. Unser Pikachu wieder schon stärken. Naja, das Video ist jetzt zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, abonnieren und nicht vergessen, kommentieren, wenn ihr was ändern wollt an meinem Video. Okay, ciao, Kinders.